Hallo, heute geht es um das Mustang-Makeover, beziehungsweise auch wieder um die Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die ich ja auch schon in zwei anderen Videos kritisiert hatte, die Zerstörung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Propaganda. Guckt auch hier die Bilder im Hintergrund. Die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, dass sie ausgewogen berichten, dass sie auch Minderheiten zu Wort kommen lassen. Und hier, ja, so eine Minderheit wäre vielleicht vor allem mal das Pferd, aber ihr habt das gerade gesehen, ne? Also das war nicht lustig, dass das Pferd da gebuckelt hat, ist ein Zeichen von Überforderung. Und trotzdem wird dieses Bild halt überhaupt nicht von der Kommentatorin, die ihr da im Hintergrund seht, hinterfragt, sondern das Mustang-Makeover wird regelrecht verherrlicht dargestellt. Die Ausgewogenheit fehlt schon deswegen, weil nicht ein Kritiker zu Wort kommt. Das ist auch nicht anders in der WDR-Dokumentation Wilde Mustangs in Deutschland. Da werden halt diese Harmoniebilder ohne Sattel, im Wald, im Wasser und ohne Gebiss halt präsentiert und uns gezeigt. Und man denkt dann halt so, das wäre so ein Kontrast zu dem Turnierreiten, als gäbe es hier keinen Ehrgeiz. Haben wir es eben noch nicht. Also Lenkung klappt nicht, Bremse klappt nicht, ansonsten läuft es. Unter anderem beim Hindernisparcours und der Dressur sollen die Trainer zeigen, was sie in 100 Tagen mit ihrem Mustang erreichen konnten. Von wem hast du eigentlich deinen Ehrgeiz, Rabia? Oh, weiß ich auch nicht. Ich bin in einer großen Familie groß geworden, da war ich die Kleinste. Da muss jemand irgendwas Spektakuläres machen, um gesehen zu werden. So was kommt dann dabei raus? Und immerhin hier haben die auch mal hinterfragt, diesen Ehrgeiz halt, ne? Und wenn man dann hier sieht, das Pferd kriegt Wahnsinnsaufgaben, gleich ganz viele Pylonen, auch dieses Seitwärts war nicht schön. Und auch hier kommt kein Kritiker zu Wort. Das war halt die kritischste Stelle im Video, woher sie eigentlich ihren Ehrgeiz hat. Und natürlich ist sie dann auch nicht die Einzige, die der Ehrgeiz hat, weil es ist für die Trainer natürlich eine Möglichkeit, sich einen Namen zu machen. Also ohne Turnier trotzdem den Ruhm zu bekommen, wie wenn man bei einem Turnier platziert gewesen wäre. Da wollen wir uns mal nichts vormachen. Aber all das findet in diesem Video nicht statt. Dieses Pferd hier, was sich da so hinlegt bei der Rabea Schmale, habe ich auf einem Zirkuskurs gesehen von dem Uwe Jardin. Und da ging es halt auch darum, wie bringt man dem Pferd halt bei, dass es sich nicht bei jeder Gelegenheit hinlegt, halt so, ne? Auch das wird nicht thematisiert, wie die Pferde quasi wie Brot und Spiele im alten Rom für eine Show, ich sage mal, missbraucht werden. Die Geschichte dazu findet ihr in meinem Buch Die Pferdemafia. Und wir gehen jetzt zurück zum Kika. Und in meinem Buch Die Pferdemafia werdet ihr eine Menge von der Kritik halt auch lesen, ne, dass es da halt wirklich, dass es viel zu schnell geht mit diesen 100 Tagen. Manche Pferde können das ab, andere können das nicht ab. Aber mal abgesehen vom Abkönnen oder nicht, es ist halt kein schönes Reiten. Die drücken den Rücken weg, die buckeln und was nicht alles, zeige ich euch nachher noch ein paar mehr Bilder. Aber jetzt will ich euch mal zeigen, wie das da beim Kika Live verkauft wird und hochstilisiert wird. Hallo zusammen zu Kika Live. Ich bin hier beim Mustang Makeover Germany. 100 Tage hatten Pferdetrainer Zeit, um aus amerikanischen Wildpferden brave Kumpels zu machen. Das Motto hier heißt From Wild to Mild. Und heute endet hier diese Challenge mit einer riesengroßen Finalshow. Die Mustangs werden am Ende versteigert und finden dadurch ihr neues Zuhause. Es wird also gewaltig verherrlicht in diesem Beitrag und mit diesem strahlenden Lächeln und diesem Girly-Image würde man eigentlich fast eher denken, man ist hier auf YouTube und nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja, wie gesagt, Aufgaben erfüllen muss und kritisch hinterfragen muss. Das sollten natürlich alle Journalisten tun, aber der öffentliche Rundfunk ganz besonders, weil der ja auch GEZ-Gebühren bekommt und eine Aufgabe zu erfüllen hat. Ja, und da wird das halt überhaupt nicht hinterfragt, dass die Mustangs es in diesen Auffangstationen ja eigentlich ganz gut haben. Es wird halt so getan, als müsste für den Mustang ein Zuhause gefunden werden. Und für dieses Zuhause, was dann jetzt in der Box ist, werden die halt aus den Auffangstationen rausgeholt und man tut so, als hätten die es jetzt richtig, richtig gut getroffen. Und allein dieses über den Teich drüber, dann in die Box, wo sie eigentlich in der Auffangstation mit Platz gestanden haben. Dann sollen sie in 100 Tagen, früher waren es sogar nur 90, alles Mögliche lernen, Freiheitsdressur, mit Rosa und Halligalli und Pink. Und man hat halt wirklich dieses ganz seichte Geplauder. Das wird furchtbar, glaube ich, werden. Also ich habe letztes Jahr ja schon mal mitgemacht und
Es ist schon echt aufregend gewesen in der Auktion. Ich war fix und fertig mit den Nerven. Aber dieses Jahr bin ich ganz entspannt, weil mir entgeht das ja, ne? Diese Qual in der Auktion. Was ist denn genau das Problem der Mustangs in Amerika? Das Problem ist, dass eine Überpopulation stattgefunden hat. Das heißt, sie haben sich vermehrt. Die Flächen sind aber nicht größer, eher sogar kleiner geworden. Und so hat man ja nach und nach die Herden verkleinert, immer wieder Pferde rausgeholt, in Auffangstationen getrieben. Und da warten ja jetzt knapp 50.000 Mustangs auf dem Zuhause. Und aus diesen Auffangstationen kommen sie ja. Viele denken immer, die sind für uns aus der Wildbahn eingefangen worden. Aber im Prinzip hätten sie echt ein elendiges Leben da in den Auffangstationen verbracht. Und ja, so haben sie jetzt hier hoffentlich alle die Möglichkeit, noch ein tolles Zuhause zu finden. Das finde ich so schön. Guck ich mal, wie sie strahlt, weil sie so glücklich ist. Und ich glaube, Maya, die ist sehr aufgeregt, weil Tallulah, die wird heute ein neues Zuhause finden. Hoffentlich ja. Ganz, ganz liebe. Ich werde mit. Das sieht dann so aus, wie Tiere suchen ein Zuhause und jeder kann sich auch noch glücklich schätzen, wenn er dafür völlig überteuertes Geld, also den Mustang, den ihr da gerade gesehen habt, der ist ein Pony, ne? Das ist wirklich ein klitzekleines Pferd, ist also nicht für jedermann geeignet, aber vollkommen unkritisch wird das übernommen, wird auch überhaupt nicht gefragt, was die denn in Amerika machen für die Mustangs. Und in Amerika gibt es zum Beispiel Leute, die kaufen Land für die Mustangs. Die Mustangs haben sich nicht Gott weiß wie vermehrt, sondern tatsächlich, das hat sie schon auch richtig erwähnt, es wurde immer mehr Land von den Rinderbaronen weggenommen. Ne? Das finde ich mal so furchtbar, dieses Kurzhalt macht die Sandra Schneider auch immer. Naja, egal, das ist jetzt eine Kleinigkeit. Auf jeden Fall finde ich, dass in einem Bericht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk tatsächlich dann auch beide Aspekte unbedingt genannt werden müssen. Und gerade hier bei Kindern, dass man den Kindern dann vermittelt, wie toll das ist und wie super das ist. Das gibt denen ja von Anfang an ein ganz merkwürdiges Bild dazu, wie sie mit Pferden umgehen. Und das finde ich halt echt nicht gut. Ich meine, gut, hier diese Bilder mit dem Ball und so, das ist ja mal ganz schön. Das wurde aber in der Show dann nicht gezeigt, war dann wohl nicht spektakulär genug. Und so ein Ball wäre halt sowas, wo man dem Pferd was Gutes tun kann, wenn man dem Pferd sagt, spiel du so, wie du lustig bist. Aber so ist es in der Arena ja dann überhaupt nicht. Da geht es ja überhaupt nicht darum, was das Pferd jetzt eigentlich will. Und da sieht man halt, wie es in der Show dann wirklich ist. Es geht doch hier nicht ums Pferderetten. Ne? Wir zahlen ein Heidengeld für den Eintritt. Da soll eine tolle Show gezeigt werden. Und ob das Pferd jetzt bereit dazu ist oder nicht, das ist halt nicht unbedingt der Fall. Und das ist nicht lustig, liebe Kommentatorin. Ne? Also ich hatte ja schon erwähnt, rosa, pink, tralala und Glitter kriegen wir da zu sehen. Hier sieht man einen Parelli-Instruktor, da hoffe ich mal, es wird leider nicht gezeigt, filmen darf man da auch nicht, dass er nicht ganz so auf Show geht und dieses, was ja schon was Entwertendes hat. Aber Gewinner sind natürlich die, wo es so aussieht. Und ne, hier Kopf hoch, Rücken weg oder Pferde, die so kurz unterm Sattel sind, schon so kurz zu halten, ne? Ist kein Wunder, dass das Pferd so reagiert. Und das sollte man mindestens thematisieren und kritisieren. Halt, ne? Also, das sind keine schönen Bilder. Und es geht halt auch nicht ums gut geritten sein oder um gute Beziehung, dass das Pferd zuhört, sondern, wie ihr hier seht, durch irgendwelche Flatterbänder durch. Und das sind ja jetzt die Szenen, die gezeigt werden dürfen. Ne? Ich will nicht die Szenen sehen, wo man sagt, oh, das sah so schlimm aus, das kann ich gar nicht zeigen. Das ist ja geschnitten. Die haben ja bestimmt 10-mal so viel gefilmt. Weil ich habe auch mal beim Rundfunk gearbeitet, als wie sie dann da zeigen. Und dieses Unkritische beim Mustang-Makeover, was man hier sieht, sieht man jetzt eben auch bei der Corona-Krise. Ne? Man hat wieder dieselben Muster, es wird nur die eine Seite gefragt und es kommen nicht die Kritiker zu Wort, die sagen könnten, sagen würden. In den Auffangstationen haben die ihre Kumpels, da haben die viel mehr Platz als in Deutschland. Mein Deutschland ist ein groß bevölkertes Land. Ne? Das wird nicht erwähnt. Stattdessen setzt man auf Emotionen und auch das tut man ja in der Corona-Krise, wo eben auch viel mit Emotionen, Schuldgefühlen gearbeitet wird. Und da lege ich euch meine Videos, die Zerstörung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und das Propaganda- und Zensur-Video, was irgendwo in der Infobox mal verlinkt war, ans Herz. In der Pferdefachpresse läuft es nicht viel anders. Wir hatten ja zum Beispiel den Fall von dem Peter Pfister, der ein Pferd in den Tod trainiert hat und sich trotzdem im Kino als der Pferdemann verkauft. Und nicht erwähnt, dass er wegen Tierquälerei verurteilt worden ist und dieses
Das Pferd ist 14 Mal gestiegen, 3 Mal hat es sich überschlagen und beim 3. Mal das Genick gebrochen, verkauft er den Leuten als Unfall. Ne, das könnt ihr nachlesen im Buch Tod eines Pferdes und in dem Buch Pferdemafia. Da geht es unter anderem, da geht es um ganz, ganz viele Trainer und auch um diese Mindestqualifikation, die wir unbedingt brauchen, ne, weil diese, die hier gewinnen, die werden ja als Stars verkauft. Wie wird man zum Trainer, ne? Indem man entweder ins Fernsehen kommt oder bei Mustang Makeover mitmachen kann und im Grunde genommen nichts zeigt, was für das Pferd Sinn macht, sondern einfach eine tolle Show zeigt. Und die Leute werten es als Vertrauen, wenn das Pferd sich hinlegt. Das muss aber kein Vertrauen sein. Diese Maya Hege zum Beispiel, die da auch interviewt worden ist und die das erste gewonnen hat, die hat selbst gesagt, dass sie das Pferd so lange nervt, bis es sich hinlegt. Auch sowas müsste ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk hinterfragen. Dann war sie auf der Equitana Open Air und da gab es einen Post auf Facebook, den ich gesehen habe, wo gesagt wurde, sie wäre ein lahmes Pferd geritten. Ne? Auch das sollte ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk hinterfragen. Auch dieses Pferd, was so kurz erst unterm Sattel ist, schon so kurz zu nehmen an den Zügeln, weil man sonst keine Kontrolle hat, das ist für mich eigentlich auch Tierquälerei. Und da, denke ich, hätten die Pferde es doch besser in der Auffangstation in Amerika. Und die Amerikaner, die sind nicht hilflos, die können ihre Pferde auch selber retten. Halten. Noch ein bisschen Halligalli. Wir haben dein wunderschönes Pferd begleitet. Herzlichen Glückwunsch zu dem zauberhaften Pferd. Viel Spaß. Oh, es ist wundervoll. Schöner geht's überhaupt gar nicht. Und damit sage ich überglücklich. Tschüss von Kika Live. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir ein Abo da. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und sage bis zum nächsten Mal. Tschö.